Ihr? Nein. Ihr? Ja. Guten Tag. Herzlich willkommen zur Wocheninfo. Leider erst am Montag, da ich das ganze Wochenende weg war und gestern am Sonntag nicht wirklich Lust und Zeit hatte, irgendwas zu machen. Ach, guck mal, Humor. letzte Woche war recht wenig im Stream, da ich nur montags bis mittwochs gestreamt habe und dann weg war bis inklusive Sonntag. Diese Woche ist leider wieder genauso wenig, vielleicht sogar noch ein bisschen, nein, es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Stream, denn es gibt Montag, Dienstag Save Isaac, vielleicht mal gucken, wie es mit der Streak aussieht. Ich weiß noch gar nicht, was ich mache, wenn die Streak mal vorbei ist. Kein Plan. Ob ich dann noch weiterhin Isaac zocke, ob ich warte, ob irgendein großes Update rauskommt oder ob ich es ganz sein lasse, ich weiß es wirklich noch nicht. Mir macht momentan wirklich nur die Streak, die macht mir riesig Spaß, wirklich riesig Spaß. Aber alles andere in Isaac interessiert mich momentan eigentlich nicht wirklich. Speedruns habe ich überlegt, ob ich das machen soll mal. Da kriegst du halt auch viele Zuschauer, wenn du es kannst, ne? Aber es ist einfach nicht meins. Ich bin eher der gemütliche Zocker. Das ist mir zu viel Reset. Kurz tryen, 10 Minuten, wieder Reset. Ist nicht meins. Und durchrushen und so. Ich bin eher der Laber-Typ, der ein bisschen Mucke mit euch hört und ein bisschen labert. Mittwoch, Donnerstag würde ich sehr, sehr gerne streamen. Allerdings habe ich am Mittwoch Besuch von meinen Schwiegereltern. Und am Donnerstag ebenfalls, da sind die zwar weg, aber dann meiner Frau, aber dann habe ich die Kids für mich alleine. Und dann habe ich zwei Babyphones hinten dran stehen, sobald die schlafen. Dann könnte ich natürlich streamen. Sobald aber einer davon wach wird, muss ich da hin und dann das hilft ja auch niemandem weiter, ne? Dann bin ich vielleicht im schlimmsten Fall eine halbe Stunde weg, bevor es wieder weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht mache ich so, dass ich am Donnerstag dann hier irgendwie Fortnite zocke, ohne Webcam, ohne irgendwas, einfach nur ein bisschen Gameplay, mich ein bisschen das Aiming verbessern. Genau. Und Freitag, Samstag, Sonntag werde ich mindestens einmal, wahrscheinlich sogar zweimal streamen. Ich weiß nur noch nicht wann. Ja, ich will mir das offen lassen. Ich muss am Freitag auch noch länger arbeiten. Dementsprechend weiß ich nicht. Ich will normalerweise, wenn ich Mittwoch, Donnerstag nicht zocken kann, will ich am Freitag definitiv streamen. Aber ich habe ja auch noch eine Frau, ja, und die will auch ein bisschen Zeit mit mir verbringen. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das Freitag was wird oder erst Samstag oder Sonntag oder Samstag und Sonntag oder Freitag und Sonntag oder Freitag und Samstag und Sonntag nicht. Mal gucken. Wir gucken einfach, was passiert. Auf jeden Fall werden wir an den zwei Tagen, ich schätze mal, eher Final Fantasy als Fortnite spielen, weil ich habe da jetzt in der Zeit, in der ich nicht zocken konnte, die letzten 3-4 Tage, öfters dran gedacht, Final Fantasy weiter zu spielen als Fortnite. Auch wenn ich bei Final Fantasy keine Zuschauer habe. Ja, das will sich keiner angucken, aber ich habe Bock auf das Spiel und ich will das spielen. Was mir auch in den Finger kribbelt, ist natürlich, wie bei allen momentan, ist God of War, ja. Ob ich es machen werde, keine Ahnung. Das passt mir halt überhaupt nicht in den Zeitplan. Ich habe im Moment, wie ihr hier drüben seht, sehr wenig Zeit zum Zocken. Und da sind viele private Sachen momentan, die so im Hintergrund ablaufen. Und dementsprechend komme ich halt wirklich nicht zum Streamen und zum Aufnehmen für YouTube, wie ihr seht. Sage ich euch gleich, sowieso überhaupt nicht. Meine ganze Freizeit, die ich wirklich noch habe momentan, ich habe ja auch ein Haus, in dem wird momentan ein bisschen weitergebaut und umgebaut und Küche renoviert und so weiter. Und die komplette Zeit, die mir da noch bleibt, geht momentan in die Streams. Ja. Deswegen kommen hier momentan nur Stream-Mitschnitte. Das tut mir, glaube ich, am meisten leid. Ja, weil der Kanal da, man sieht das stagniert seit 1-2 Monaten, die Abo-Zahlen. Der wächst halt nicht. Die Klicks gehen nach unten, wenn ich halt nur Streaks mache oder nur Stream-Aufzeichnungen. Dann will das halt keiner sehen, das ist klar. Das sind halt keine YouTube-Videos, die irgendwie jemanden zum Lachen bringen oder die sehr kurzweilig sind. Das sind halt einfach Stream-Mitschnitte. Das will auf YouTube keiner sehen. Ja, das ist halt leider so. Aber ich lade es trotzdem hoch. Es gibt ein paar, die wollen es natürlich sehen. Für die lade ich es hoch. Für alle anderen, die öfters mal hier reingucken, denken, boah, der Gorbi, der macht ja gar nichts mehr. Ja, ihr habt recht. Und es tut mir schrecklich leid, aber es ist, wie es ist. Es wird so sein, diese Woche 16 Uhr gehen die Eden-Streaks natürlich weiter. Außer ich würde jetzt die Streak natürlich verlieren. Ja, dann kommt da halt erstmal nichts mehr, klar. Final Fantasy 5 für Dienstag, die Folge habe ich noch aufgenommen. Ich habe da so mal zwischendrin, ich weiß gar nicht.
Freitag oder Samstag. Im Endeffekt ist es so, ich wollte das eigentlich gestern aufnehmen am Sonntagabend und da ein bisschen streamen, aber ich war so im Arsch vom Wochenende und von der ganzen Fahrerei. Wenn ihr wissen wollt, was ich gemacht habe, kommt auf meinen Discord-Server, ist auch unten drunter verlinkt in der Videobeschreibung. Da gibt es auch Bilder. Ich war im Kurzurlaub ein bisschen weiter weg und dementsprechend war das halt Fahrt plus Alkohol plus Feierei plus alles drum und dran. Hat mich anscheinend ein bisschen mitgenommen. Ich war einfach ziemlich kaputt gestern. Ich war schon kurz davor, den Stream anzumachen und habe dann gedacht, oh nee, gönn's dir lieber nochmal einen Day off und mach's einfach mal einen Tag Abend nicht. Ja. Hab dann auch lang geschlafen. Ich habe heute Montag, den 23. auch Urlaub gehabt. Ja, ich habe doch ziemlich, hab den ganzen Morgen gepennt. Bin jetzt erst so gegen Abend, werde ich wieder so einigermaßen fit. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also, es ist nicht so, dass ich mich total ins Koma gesoffen hätte. Wirklich nicht. Ich war eigentlich recht im Vergleich zu sonstigen Events recht zurückhaltend. Aber irgendwie trotzdem hat mich das sehr mitgenommen. Aber es hat riesig Spaß gemacht, mein ganzes Wochenende. Wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, kommt auf den Discord-Server. Dementsprechend ist es halt so, da ich Montag, Dienstag ja streame, Mittwoch, Donnerstag meine Family da ist, wird wahrscheinlich Final Fantasy nur am Mittwoch kommen, am Dienstag kommen. Guckt aber auch eh keiner. Ne, so ein altes Square Enix-Game. Gibt's schon 10.000 Mal auf YouTube. Ich will es trotzdem spielen, ich habe da Bock drauf. Ich habe 3 und 4 gespielt. Ich werde auch die anderen Final Fantasies nach und nach spielen. Dementsprechend kommt das auch hier bei mir auf dem Kanal. Der Vollständigkeit halber einfach, auch wenn das nicht viele Leute gucken. Was ich auch verstehen kann. Ich würde mir das auch nicht angucken. Entweder spielst du sowas selbst oder du lässt's. Oder du bist ein Hardcore-Fan, dann kannst du es auch gerne bei mir angucken. Also Final Fantasy Hardcore-Fans, bei mir gibt es momentan Final Fantasy 5. Dark Souls 3 geht am Mittwoch zu Ende, also übermorgen. Dann fällt halt wieder was auf YouTube weg, ne? Das nächste, was hier kommen wird, ist dann Bloodborne, sobald Final Fantasy 5 von mir durchgezockt wurde. Nicht zu 100%, mache ich nicht. Ich will die Story bei Final Fantasy spielen, werde ich die Story fertig spielen. Ich will ja auch irgendwann mal auf Stand kommen, ne? Und ich habe ja noch 6, 7, 8, 9, 10 war, glaube ich, online. 11, 12, 12, 2 gibt es noch. 13 und 15. Das sind noch 9 Final Fantasy Spiele. Sagen wir 8,5, weil 12, 12, 2, ne? Und da gibt es irgendwie noch Lightning Returns oder so, das ist 12, 3 dann oder so. Puh, ich habe mich noch nicht wirklich kundig gemacht. Ich mache das nach und nach. Im Moment sind wir bei Final Fantasy 5, es macht riesig Spaß. Es kommt ein Gegner nach den anderen. Ich habe einen geilen Tipp bekommen mit Haste und also dass ich für mich die Angriffsgeschwindigkeit steigern kann und für Calm Down, ich weiß nicht gar nicht mehr, wie das heißt. Gemach, glaube ich. Hast und Gemach, genau. Gemach für den Gegner, damit er das nicht so oft machen kann, was er machen will. Und damit klappt das echt entspannt. Ne? Dementsprechend kommen die Streams, guckt es euch hier an, es macht riesig Fun, das ist eine schöne Story. Es ist natürlich nicht wie in den heutigen Spielen so komplex. Es geht halt einfach darum, hier die Weltherrschaft, 4 Kristalle, einer nach dem anderen wird getötet und du musst halt versuchen, die Welt zu retten. Wie immer. Und Sid ist auch dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Wochenzusammenfassung. 8 Minuten 30. Bobby ist raus. Tschüss.